2003 wäre das, glaube ich, kein Ding, aber alleine muss man dann ein bisschen aufpassen, ne? So. Erste Folge ist natürlich recht viel Erklärungszeugs, gell? Dann, Moment. Gibt es hier den Search Dingens? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie ich den nenne. Hier, come on, wir haben sogar schon was. Moment, du. Diese Leftovers mit Rechtsklick einfügen und für eine geringe Gegenleistung, wir haben leider noch nichts. Könnte ich das jetzt identifizieren lassen, was das ist? Und dann verstecken sich geheime Waffen oder sowas drin in diesen Leftovers. Und jetzt gucke ich gerade mal hier auf diesen Marktplatz, ob ich da... viele Menschen. Ob ich da eventuell einen Eingeborenen finde, der noch einen Quest für mich hat. Sind in dem Sinne noch keine direkten Quests, einfach nur, ey, kennst du das? Ja, muss man hingehen. Und wenn es geschafft hat, kriegst du halt Kohle dafür. So. Wir haben noch nichts, das heißt, ich gehe mal zu einem anderen Laden und da verkaufe ich erstmal schnell was. Und kaufe was. Hier haben wir gleich Rüstung und so nebeneinander. So, gehen wir erstmal hier rein. So, Hallöchen! Das ist für den Rouge, das verkaufe ich gleich mal. Und das ist für uns, das kann ich... Moment, das kann ich jetzt nämlich, wenn ich auf B klicke, mit Rechtsklick... Tada! Da haben wir irgendwas gelernt, jetzt kann ich nachher schauen, was das ist. Ja, okay. Ginseng Soup, ja, die mag ich auch. Dann kriegst du mal das hier alles, weil ich brauche das nicht. Eine Keule reicht mir. Und dann bekommst du das da, weil das brauche ich als Mage auch, als Rouge auch nicht. Und dann, das wird jetzt gleich ein bisschen laut, verkaufe ich dir mal das ganze Zeug hier, dafür habe ich das nämlich gesammelt. Und da haben wir gleich mal 2 Silber, wenn wir das alles verkauft haben. So. La, 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 la. Sehr schön. Hier haben wir noch Emerald Nugget, dann haben wir hier noch Wood und wir haben hier Eisen. So, dann haben wir das, das, das hier brauche ich auch nicht, das kann ich auch verkaufen. Und das hier werden wir brauchen. Wozu wir das hier brauchen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, das habe ich noch nie benutzt, diese Schimmer-Mushroom. Und hier ist das Pet-Menü, wir haben aber noch nichts, was Pet-mäßig wäre. So, ich kaufe mir jetzt mal ein paar Glasflaschen. Mit denen kann man nämlich dann dieses Tränk hier machen, dieses Flowers. Mach schon mal 20 Stück, das sollte fürs erste reichen. Ironland haben wir ja schon. Das können wir uns später kaufen. Carrot können wir uns kaufen, das ist nämlich fürs Pet. Da können wir dann später Pets tamen damit, wenn wir einen Hasen finden. Dafür ist die Carrot nämlich da. Und was haben wir denn hier? Wir haben hier für den Rouge ein paar Dinger. Für uns haben wir den nicht so cool. Okay, gut. Dann war's das hier erstmal. Hier haben wir noch nichts gekämpft. Mit dem Kleider kann man dann später fliegen und mit dem Boot kann man schwimmen. Das muss man aber alles skillen vorher. Ja, okay. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt eine gewisse Anzahl von Gole. Und rüsten uns hier mal aus. Silberring, Power 5. Ich habe schon 2 Ringe. Okay, gut. Ich habe gar nichts für mich, kann das sein? Power 17. Okay, wir haben Power 1. Okay, das dauert noch ewig. Das heißt, wir brauchen das eigentlich noch gar nicht ausrüsten. Wir sind damit dann nicht. Eigentlich im Moment. Ich wollte mal zur Lupe gehen, weil ich ja gerade eben kein Geld hatte. Und dann schauen wir mal, was sich in unserem Stein verbirgt. Oh, ein Collie. Der ist sogar noch stark für uns, wenn wir noch so schwach sind. Wir sind ja noch Level 1 mit 10 XP. Also bitte. Das ist schlecht. Die erste Folge ist schon rum. Hallöchen! Leftover, zeig mal, was da drin ist. Fair Iron Cloves. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Kann ich sogar anziehen? Jawohl! Dann habe ich wenigstens mal was an den Füßen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal durch, indem wir als erstes... Ja, du? War das das da, was so nah in meiner Nähe war? Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mal durch, indem wir das erstes gleich mal zum ersten Ort watscheln und uns auf der Reise dahin leveln. Und, obwohl ich würde sagen, wir starten zu einem anderen Ort durch, den wir kennen, der Katakombs, weil die sind weiter entfernt
Und bis wir da angekommen sind, haben wir uns eventuell schon so weit gelevelt, dass die Katakombs weiß werden. Weil es gibt ja auch rote Bezirke. Wenn du da reinrennst, dann ist vorbei. Dann macht das Leben keinen Spaß mehr, das sage ich euch. Das könnte ich euch sagen, ja, ja. Darum würde ich sagen, rennen wir erstmal munter fröhlich Kürbis mitnehmend. Die lasse ich natürlich nicht hier stehen, das kann man ja nachher alles wieder zu Geld machen. Am Anfang brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld, später wird sich das von alleine regeln, wenn wir anfangen NPCs zu kloppen, die uns entgegenlaufen. Die bringen nämlich eine ganze Menge Kohle, aber am Anfang ist das noch ein bisschen schwer. So, dann machen wir mal weiter. Das und das hier müssen wir erst später craften, da brauchen wir ein Lagerfeuer dazu und vorher brauche ich einen Fluss. Ah, da ist ein Fluss, siehst du mal, dann gehen wir gleich mal zum Fluss und können unsere Flaschen auffüllen. Und da hinten sehe ich gerade zwei Abenteurer, die wahrscheinlich, so wie sie gerannt sind, sah das eher nach... So, Moment, B? B? Sah das eher nach, Achso, ich brauche ja, nee, Quatsch, nicht C, C. Was soll ich jetzt sagen, so wie das aussah, sah das eher nach, freundlichen aus, statt nach feindlichen. Wie mache ich hier? Ah, das kann ich doch gar nicht machen, weil ich Level 1 bin noch. Ah, okay. Ich verfolge die zweimal. Oh, es sind drei. Ja, okay, sind freundlich. Da kann man nichts machen. Ich wollte jetzt angreifen, aber ich wahrscheinlich mit Level 1 wäre ich gnadenlos draufgegangen bei den Leuten. Aber versuchen sollte man es. So, dann hier. Auf das Spinnennetz losgehen und das Zeug einsammeln. Und wir nehmen hier natürlich alles mit am Anfang. Wir brauchen alles. Wir sind voll die Looter. Da kennen wir nichts. Bist du wild? Nee. Aber hier können wir zum Beispiel am Lagerfeuer, Moment. Aufpassen, dass die Beite mir nicht zu nahe kommen. So, jetzt können wir zum Beispiel hier Ginseng-Sup kräften. Und dann crafte ich immer ein bisschen Ginseng-Sup. Das ist nämlich was zu essen und da können wir uns dann später, falls die Potions alle sein sollten, heilen. Sollten wir Level 2 kommen, können wir sogar die Potions selbst herstellen dann. Und da ist ein Alpaka und das ist orange, aber das sollten wir bekommen. Bam! Wir können später auch noch Tiere tamen. Im Moment nicht, wir können nur Tiere tamen, die weiß sind, soweit ich weiß. Also für uns weiß. Andere können wir nicht tamen und... Okay, gut. Sehr schön. Ich dachte jetzt schon, der macht Bam mit uns. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Und gehen in Richtung... Ich hoffe, die Richtung stimmt noch. Jawohl. Ja, sie stimmt. Ja, sie. So, und kaputt mit dir. Und da hinten habe ich gerade einen Ginseng gesehen. Und da hinten sind Redis. Ling, Redisling oder wie die heißen, Ich spreche das mit Absicht zu setzen aus, weil es ist Englisch. Das ist nicht Radiesling, wie man vermuten könnte. Nein, es ist Englisch, das Spiel. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch irgendwie Englisch heißen. Okay, aua. Hab ich hier irgendwo... Ja. Okay, gut. Oh, nein. No. Und er hat sogar einen Goldring gedroppt. Juhu! Und wir bekommen ein bisschen Eisen. Oh, noch mehr Eisen, ja! Das ist wirklich der... Also Eisen ist wirklich der meistverbrauchteste Rohstoff als Warrior. Den brauchst du wirklich ohne Ende. Und da sehe ich einen Smaragd. Das sind nämlich die, die grün leuchten. Special-Erze leuchten immer so ein bisschen andersfarbig. Es gibt Diamanten und Smaragde und Esmeralden und... Emerald ist ja das. Was es alles nicht so gibt. Boah, die Höhle ist ja voll von dem Zeug, das geht ja gar nicht. So, wo müssen wir hin? Achso, da hinten. Keiner kommt auf Duralon. Okay, dann gehen wir mal dahin. Und da ist noch ein Scrap. Das holen wir uns gleich noch. Gut, wir werden es hoffentlich noch schaffen, bis Folge. Bei ein Level aufzusteigen, das habe ich nämlich nicht geschafft bis jetzt. Jetzt habe ich mir eine Idee mit den Typen da, warte mal. Wo rennt denn der hin? Komm mal mit. Ich renne mal hinterher, da kann man nämlich super leveln mit den Typen. Ah.
Wenn man denn ein Monster findet in deren Nähe. Autsch, das hat weh. Da ist eine Schildkröte. Ah, siehst du mal, die hole ich mir. Komm her. Aua, 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 aua. Hilfe! Nein! Hilfe mal! Ey, Grünling! Ja, genau du. Ja, genau. Genau, ja, ja. Komm wieder runter. Ja. So, jetzt gehen wir zusammen auf hier los. Und das erspart uns nämlich eine ganze Menge Arbeit. Stopp! Juhu! Hat nur 2 XP gegeben. Oh mein Gott. Ist ja langweilig. Wer bist du denn? Ah, da scheint auch ein guter zu sein. Schade, ich würde mal gucken, ob ich mit Level 1 schon einen feindlichen gegenüber töten kann. Ich trinke mal kurz einen Drang. Ah, der ist feindlich! Der ist feindlich! Geh kaputt! Nur oh, bam! 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 Juhu! Und wir haben 10 Kopper gefunden kriegt. Ja! Wir können mit Level 1 schon gegen feindliche Monstren kämpfen. Sehr schön. Das war ein Alligator und den haben wir uns gezeigt, würde ich sagen. Und dann Richtung Katakombs geht's da lang. Okay. Sind wir wieder auf der richtigen Route gewesen. Ein bisschen schief, aber schon durch wäre das nicht schlimm gewesen. Da ist ein Zauberer, wie ich gerade gesehen habe. 3. Also einer ist schon heftig, aber sind das 3 feindliche sind dann... Okay, das sind freundliche. Zauberer sind wirklich sehr heftig in dem Game. Aber ich bleibe trotzdem lieber bei meinem Krieger. Ich habe schon immer gerne den Krieger genommen, den Haut drauf Typ und mach kaputt. Mit denen sollte ich mich lieber noch nicht anlegen. Aber mit der Killerkuh lege ich mich an. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffe. Und bam, und ja, dann haben wir die... Oh, 4 XP geben die. Das sind echt Mörderkühe. Und die gibt 3, ne? Das ist auch okay. Und da haben wir schon 28. Und was bist du da hinten? Du bist die... Oh, eine Katze. Ich kann das leider alles noch nicht tamen. Die Hasen habe ich vorhin leider erst gesehen. Da hatte ich noch keine Möhren, sonst hätte ich mir den Hasen gleich getamt. Jawohl, und du bist auch down. Da hat wieder einer lustig Lagerfeuerlied gespielt. Und, oh, ist es das schon? Nee, das ist was anderes. Das ist gar nicht eingezeichnet. Aha. Aha. Ein ganzes Schloss, das nicht markiert ist. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich ist das ein rotes Gebiet, nehme ich ja an, weil Schlösser sind eigentlich keine weißen Gebiete. Zumindest nicht am Anfang. Und hier gibt es definitiv auch Bosse. Und das ist ein Wolf und das auch ein Wolf. Halte ich mich mal fern von den Dingern. Und da ist ein Peacock, den hole ich mir mal. Der sieht ja nach noch schaffbar aus. So, gute Nacht! Na, ah, lass mich in Ruhe. Ah. Aua, das teilt ganz schnell aus, dass ich dran geschluckt habe. Gut, dass ich dran geschluckt habe. Wir haben 30 XP. Oh mein Gott, wir kommen voran. Juhu. Ich dachte nicht, dass das heute noch was wird. Oh, wir haben den Eingang gefunden. Ah! Hilfe! Ich wollte niemanden aufschrecken. Lasst mich! Nein! Lasst mich! Nein! Nein! Sind die freundlich? Lasst sie bitte! Nein! Die sind feindlich! Warum gerade jetzt feindliche? Okay, drauf auf ihn! Los, komm! Ja! Hau drauf! Was hat denn der gedroppt? Was hat denn der gedroppt? Hat der eventuell etwas für uns gedroppt?